Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum dritten Teil der Bauserie vom Hopferhof im LS19. Ja, dies ist auch die letzte Folge tatsächlich schon. Es hat sich ja sehr viel Material als ja, überflüssig erwiesen. Daher sind es nur diese drei Folgen. Ich bin eigentlich von vier bis maximal fünf Folgen ausgegangen. Da jetzt aber doch sehr viel Material nicht wirklich brauchbar war, was ich rausgeschnitten habe, sind es nur die drei Folgen geworden. Wir stellen heute den Hof hier also fertig, haben noch ein paar Kleinigkeiten gemacht, ein paar größere Kleinigkeiten, ein paar kleinere Kleinigkeiten, also Deko, ein bisschen die Ecken ausgebessert, wo gerade noch was war. Danach habe ich halt die ganzen Fahrzeuge geholt, was auch nochmal einige Stunden in Anspruch genommen hat. Das allerdings zeige ich nicht, denn das wäre total langweilig. Aber am Ende von dem Video werde ich einmal eine Übersicht verschaffen von dem gesamten Hof, werde da auch nochmal was zu sagen. Jetzt aber erstmal geht's weiter mit Musik. Ihr könnt in Ruhe erstmal noch ein bisschen gucken und am Ende des Videos hören wir uns nochmal wieder.
Jawohl, meine Freunde. So, jetzt nochmal, wie angekündigt, zum Ende des Videos eine kleine kurze Hofvorstellung und Übersicht. Wir haben hier unsere Einfahrt, wie ihr sie ja auch im Bau gesehen habt, mit unserer Schranke, die quasi eigentlich auch verhindert, dass fremde Leute hier auf den Hof kommen. Macht man einfach auf, dann wieder zumachen. Dann fährt man hier schön rum. Ja, also, ne, ihr seht, ein paar Kleinigkeiten kann man leider nicht ausbessern. So, dann haben wir hier zur Rechten die Schafweide, zur Linken eine Kuhwiese. Dort steht auch ein kleiner Anhänger für Wasser und Milch. Ich weiß noch nicht genau, wofür ich ihn genau verwende. Fand den aber cool, habe ihn erstmal mit draufgenommen. Hier haben wir ein Hochregal und einen Gabelstapler, um hinterher die Wollpaletten ein wenig aufzustapeln, bevor sich das hier alles türmt. Leider nicht 100% funktionsfähig, das Ding. Eine Ebene kann man steuern, leider nur die obere. Dementsprechend kann man es also nicht steuern, also zumindest nicht beladen, weil man sonst nicht durch die andere Ebene durchkommt. Hier haben wir, wie ihr gesehen habt, unseren anderen Kuhstall. Wir hatten ja ursprünglich hier einen Schweinestall stehen. Den habe ich weggerissen, aus dem Grunde, dass Schweine langweilig sind und wir einfach doppelt so viel Kühe machen. Dann haben wir hier unser großes Lager mit, ich glaube, sind 500.000 Liter Fassungsvermögen von allem, also wirklich allem. Was ihr, glaube ich, noch nicht gesehen habt, ist die Hütte. Die habe ich hier nochmal hin platziert. Hier steht, ja, eigentlich das, was wir für die Tiere brauchen drin, heißt der Futterwagen, der Einstreuwagen, ein Wasserfass, ist genauso groß oder hat nur minimal weniger wie der Anhänger da hinten. Dann haben wir hier unsere zwei großen Silagebunker, gut ausgeleuchtet für die Nacht, wo wir ordentlich Silage basteln können. Dann haben wir hier unseren Unterstand mit dem Radlader drin und einer großen Schaufel, das ist eine 10.000 Liter Schaufel, gemoddet. Eine Holaras Silageschild und hier die Fliegelüberladestation erstmal untergestellt. Ich denke, sie wird hier wahrscheinlich sehr praktisch sein. Wir schauen mal. Ich habe erstmal tatsächlich einige Sachen gekauft, weil ich sie cool fand, ich sie gern benutzen möchte. Ob und wie wir sie benutzen, steht halt noch nicht so ganz fest. Da sich das ja noch zeigen muss, so ein bisschen. So, dann haben wir hier unsere Pferdeboxen für 8 Pferde an der Zahl. Dann geht es hier in die erste Ebene etwas höher. Wir fangen mal hier zur Rechten an mit unserem, ja, Silo Master. Hier kann man quasi Heu, Gras und Stroh reinkippen in loser Form und auch wieder rausholen. Ist allerdings fast uninteressant. Beziehungsweise Heu und Stroh eventuell. Grasballen, wenn wir sie überhaupt machen sollten. Aber ansonsten machen wir halt alle anderen Ballen hier rein. Ob es funktioniert, konnten wir noch nicht testen. Ich gehe aber davon aus, dass wir hier die Ballen einlagern können. Ich meine, nicht nur, dass wir einen Trigger haben, es steht hier auch drauf. Werden wir im Spiel rausfinden und hoffen, dass es auch wirklich bugfrei funktioniert. Dann haben wir unsere kleine Hoftankstelle hier mit Werkstattträger. Haben wir eigentlich auch alles funktional. Dann haben wir hier einmal, jetzt ist ja die gute Frage, ich habe keine Ahnung, müssten wir dann ausprobieren. Einmal Dünger, einmal Saatgutlager und ein Kalklager, damit man hier nicht überall Paletten rumstehen hat. Leider haben wir noch nichts für die Flüssigkeiten. Hier sollte eigentlich noch was hin, was sich nicht platzieren lässt. Werden wir nochmal gucken, die freie Fläche haben wir noch. Für irgendwas werden wir da schon noch was, oder irgendwas werden wir dafür schon noch finden. Unser Hündchen hier direkt am Hof mit Vogelhäuschen, unser kleines Bauernhaus. Ja, das ist unser kleiner Garten. Ja, besser als nichts, ne? Also quasi unser Innenhof, unser kleines Zuhause hier. Noch relativ alt. Der Rest ist neu. Da hinten stehen unsere Hühner. Den Tank kann man, glaube ich, nicht benutzen. Sieht aber einfach cool aus. Gehört auch zu der Hütte. Also von daher ganz cool. Hier haben wir noch ein Hofsilo. Können wir theoretisch auch noch benutzen. Zum Laden ist es so da oben an. Wenn man hier einmal klickt, schiebt sich der Boden auf. Können wir abladen. Sollte uns also mal Platz fehlen, können wir da noch was reinkippen. Des Weiteren gehen wir mal zu unserem Fuhrpark. Beziehungsweise ein Teil sehen wir schon hier. Unseren großen Auflieger Wilson für die Tiere. Ich weiß nicht, ob wir ihn überhaupt lange brauchen. Also zum Holen der Tiere auf jeden Fall erstmal. Da haben wir ja einiges vor. Ob wir hinterher noch ein bisschen durchgehen karren müssen, das weiß ich noch nicht.
Dann haben wir hier noch einen großen Flüssigtanker, auch Milch und Wasser, für alles andere nicht. Hier steht unser Klaas V900 Schneidwerk und das die Krone X-Disc 620. Die haben leider keinen anderen Platz gefunden. Dann haben wir einen Lemkin-Flug, Titan 18, eine Amazon Grubber, ich glaube mit auch um die 9 Meter oder sowas. Die Lemkin Solitär 12 Seemaschine und einmal die Federstedt Tempo L Einzelkornmaschine. Auf der anderen Seite haben wir den Striegel, ja, den größten, den wir haben. Alles andere ist keine Option. Dann haben wir hier für den Pflanzenschutz, also nicht zum Düngen, sondern tatsächlich nur für, also Unkraut entfernen, die beiden Geräte. Die Kuhn-Metris-Spritze, zwei Bredal-Anhänger, der ist für Kalk, der ist für Dünger. Hier werden dann, sobald wir es benötigen, noch Gülle- und Mist-Anhänger reinkommen. Die habe ich noch nicht gekauft, da es ja noch aussteht, beziehungsweise wir auch erstmal Gülle und Mist produzieren müssen. Also von daher noch nicht gekauft. Wir müssen uns ja auch noch irgendwas kaufen können. Dann haben wir einen Valtra, der komplett quasi als Rasenmäher dient. Ganz, ganz cool, den einfach mit der Laylee-Kombi hier hinzustellen und ihm keine andere Aufgabe zuzuweisen. Der sollte das auch relativ gut packen, von daher fand ich es cool, einfach den hier fertig mal stehen zu haben. Dann haben wir hier unseren kleinen Wender, den Kuhn GF 8712, den Kuhn Bandschwader, ich sag andauernd die Kuhn Quaderballenpresse und Krone ZX 560 Ladewagen. Dann machen wir hier drüben weiter. Wir haben auch ein paar Kipper. Da haben wir den Agroliner als Tandem und einen Agroliner-Drehschemel. Quasi zu nutzen als Kombination oder auch einzeln für das, was gerade anfällt. Den Joskin Transspace haben wir einmal. Und hier weiß ich den Namen jetzt wieder gerade nicht. Der steht hier aber, glaube ich, drauf. Nee, weiß ich nicht. Aber 60.000 Liter Fassungsvermögen mit zwei verschiedenen Silos quasi drin. Kann man zwei Fruchtarten laden. Dann haben wir natürlich, was heißt natürlich, den Krone, ja, Cargo da am Start und einen Krone TX 430 Überladewagen mit einem Fassungsvermögen von 250.000 Liter sind es, glaube ich. Ob wir den brauchen werden, weiß ich nicht. Ich wollte ihn aber haben, weil ich den noch nicht kenne. Und wenn ich ihn irgendwo nutzen kann, dann mit Sicherheit hier. Kommen wir zu unseren Fahrzeugen. Wir haben einen Actros, einen MAN TGX. Als Zugmaschine, ein TGS, als Zugmaschinen für unsere Auflieger. Ich denke mir, zwei sollten okay sein: einmal Straßenbereifung, einmal Agrarbereifung. Wer weiß, wofür wir das brauchen, wobei wir wahrscheinlich mit dem LKW gar nicht auf dem Feld fahren müssen. Dann haben wir ein Deutz 7er Serie, ein Fendt 724 als zwei Mitteltraktoren oder Mittelklasse-Traktoren. Wir haben den Klaas Axion 960, ein JCB Fastwerk 8330 und ein 1050 Vario Fendt. Das sind unsere Zugmaschinen oder unsere Schlepper, mit denen wir arbeiten werden. Sollten auch locker ausreichen. Da wir aber auch ja teilweise Mithilfe arbeiten, habe ich halt ein paar mehr genommen. Dann haben wir unseren Lexion 760, kein 780, weil wir wollen noch uns auch nochmal verbessern können. Der sollte erstmal reichen. Hier klemmt auch noch das dazugehörige Maisgebiss liegt hier vor. Ich hatte eigentlich ursprünglich, wollte ich so ein Regal auch benutzen für die Schneidwerke. Da das aber mit dem Hoch- und Runterfahren nicht funktioniert, ist das leider gestorben und ich musste es erstmal so positionieren. Und den Krone Big X 1180 haben wir hier auch mit dem großen Häckselgebiss oder wie man das auch nennt. Ja. Das ist unser Fuhrpark. Ich habe ziemlich schnell geredet, will es auch nicht unnötig zu lang machen. Ja, und dann haben wir den Hof jetzt erstmal grob kennengelernt. Soll ja auch nur ein kleiner Einblick sein. Ich wollte euch mal eben zeigen, was hier los ist. Denke, das reicht. Alles andere sehen wir dann im Spiel. Ich freue mich schon drauf, wenn wir uns im Spiel wiedersehen. Ich hoffe, die kleine Baureihe hat euch gefallen, auch wenn es jetzt doch nur drei Videos geworden sind. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal noch viel Spaß, einen schönen Tag und wir sehen uns.